damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit Medimanga. Ich gehe direkt in den Item Shop rein. Ja, da haben wir heute, also sorry, der heutige Shop ist nicht so meins. Zum einen der Nachtinacht, ihr wisst, ich mag den Nachtinacht überhaupt nicht. Ich finde den schrecklich, ich finde den grausam, der kriegt von mir 3 von 10. Der Night Night, ich weiß, er ist mega beliebt, aber ich mag ihn nicht. 4,25 von 5 bei 46 Votes. So, dann kommt als nächstes gleich schon der Kuckuck und den finde ich mindestens genauso schrecklich. Das ist der Peekaboo. Und ja, so, ich hätte vielleicht noch die Stile. Also da finde ich ihn noch viel schlimmer, wenn er so aussieht. Also, boah, schrecklich. So, dann haben wir den Peekaboo hier. Oder den Kuckuck. Und auch den, genau dasselbe. Sorry, alter Horror. Hier. Peekaboo. 3,55 von 5 bei 33 Votes. Grausam. Auch hier. Schrecklich. Absolut schrecklich, das Ding. So, gefällt mir ganz und gar nicht. So. Dann haben wir den Quietscher. Ich weiß, der Herr Sofort mag den voll gerne. Wahrscheinlich stellt er sich immer vor, dass er mir das Ding ständig auf die Birne haut, wenn ich wieder irgendwas vergeige. So, der Pigsqueak. Ich mag den auch wieder nicht so, aber nicht ganz so schlimm wie die anderen Dinger. Also ich gebe dem Pigsqueak 5 von 10. Hier haben wir 4,44 von 5 bei 41 Votes. So, irgendwas ist jetzt gerade hier passiert. Ist alles plötzlich zugegangen. So, der Quietscher. Ja, dann sind wir hier auch schon durch. Dann sind wir bei der Expertin. Da muss ich sagen, oh, das ist ja dann in der Situation mal ganz nett anzusehen, die Expertin. Ich glaube, damals hatte ich da nicht so gute Noten gegeben. Jetzt finde ich die gar nicht mal so schlecht, wenn ich mir diese anderen Dinger da vorher im Vergleich dazu reinziehe. Deswegen kriegt die Expertin von mir immerhin 6 von 10. Und jetzt schauen wir mal, das ist Maven. Maven hat hier jetzt 4,38 von 5 bei 32 Votes. Jo, und dann haben wir hier diese Hackematik. 4 von 10. Das ist T-Square. Die Picke. Hier haben wir 2,89 von 5. Und das finde ich halt legendär. Das Papierflugzeug für 800 V-Bucks finde ich mega cool. Gefällt mir sehr gut. Kriegt von mir 9 von 10. Das finde ich echt nice. So, und das hat hier momentan 4,53 von 5 bei 17 Votes. Dann sind wir bei den heutigen Daily Items angelangt. Den Rift Ranger finde ich auch nicht prickelnd. Also, sorry, heute ist nicht so meins. Rift Ranger 4 von 10. Der Rift Ranger haben wir hier momentan 3,15 von 5 bei 34 Votes. Dann haben wir den Süßkram. Auch damit kann ich nichts anfangen. Einfach ein roter Standardgleiter. Der Gumdrop 0 von 10. Es wird immer schlimmer. 3,06 von 5 bei 18 Votes. Der Eiszapfen. Ich weiß, der Sofort ist ein Riesenfan von dem Ding. Ich kann mit dem auch wieder nicht so viel anfangen. 4 von 10. Meine Güte, kommt heute noch irgendwas, was ich gut finde. So, 4,41 von 5 bei 29 Votes. Schauen wir uns mal wenigstens den Effekt an. Ja, jetzt kommt doch was, was mir gefällt. Die Lama-Glocke, wenigstens ein Lichtblick im heutigen Shop.
Ich liebe die Lama-Glocke. Kriegt von mir 10 von 10. Absolut geil das Teil, wirklich absolut geil das Teil. Ich liebe die Lama-Glocke inzwischen. So, die Lama-Glocke hat hier 4,63 von 5 bei 90 Votes. Hammer. Den Trooper. Ja, im Vergleich jetzt zu den anderen Dingern, muss ich echt sagen, kriegt auch der Trooper von mir jetzt heute mal 6 von 10. Da bin ich nämlich echt... Also diese blöden Clown-Skins, ich finde die grausam. 3,33 von 5 bei 18 Votes. Jetzt wird der sofort sagen, bist du denn bekloppt? So, und dann haben wir den Windig. Und das sieht irgendwie aus wie der Drunken Master aus dem Shaolin-Kloster. Windig. Tanzen mit dem Wind. Teil des Heißluftsets. Das kriegt von mir 6 von 10. Breezy bin ich jetzt auch. Ist jetzt auch nicht so der Oberbringer. 3,5 von 5 bei 6 Votes. Ja, was kann ich über den heutigen Itemshop sagen? Schrott, Schrott, noch mehr Schrott und ein Lichtblick, ein großer Lichtblick, die Lama-Glocke. Ja, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut 6 Mal da, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.